So, willkommen in Winterfest und damit in Skyrim und zurück zur Jagd auf die Wächter. Uns fehlt noch einer in dieser Runde, wenn es die letzte Runde war, und zwar ein Säbelzahntiger. Und das dürfte ziemlich schwer werden. Ich glaube, beim Bären hätten wir auch schon richtig drunter kommen können. Und Säbelzahntiger habe ich noch unlieber als Bären, weil die sind noch ziemlich schnell und die sind ziemlich böse und alles drum und dran. Deswegen habe ich nicht so unbedingt Bock darauf. Wir können nach unten, also gehen wir unten durch. Ich glaube, unten hat es immer mal wieder so ein bisschen Zeug zum Schürfen, deswegen gehen wir jetzt unten durch. Ja, und sonst gibt es eigentlich nicht zu viel zu sagen. Es ist, ich habe nichts erlebt in den 2 Sekunden, in der die Aufnahmepause passiert ist. Ich könnte ja mal, während ich hier durch das verschneite Skyrim laufe, ein bisschen Dings anschneiden. Sag schon. Yeah, Elder Scrolls Online, genau. Ich bin ja überhaupt nicht MMORPG-Spieler. Ich spiele zwar gerne Online-Sachen, ich spiele gerne mit meinen Freunden, ich spiele gerne RPGs, ich spiele gerne Sachen, wo man looten und leveln muss und grinden muss und so weiter und so fort. So Sachen wie Dark Souls, Skyrim, klar, wenn ich ein Let's Play mache. Und, oh Mann. Wieso? Ach, du Dreckswolf, verpiss dich. Ja, das dürfte lustig werden. Der weicht auf jeden Fall gut zurück, das finde ich schon mal gut. Jetzt war ich gerade sprachlos. Oh, das ist gar nicht so stark gewesen. Babas, das hast du gut gemacht. Schön, dass du auch schon hier bist. Säbelzahntiger, Orge und das Dings. Und wir kehren zurück zu Frohorki. Nein, ich wollte keinen Marker setzen. Entfernen, danke. Irgendwo im Nirgendwo setze ich immer gerne Marker. So, ja, Mission abgeben. Oder er gibt uns nochmal einen neuen Auftrag. Mal schauen. Vielleicht ist auch er der letzte Wächter. Ja. So. Ich habe die Wächter bezwungen. Ihr erfüllt Kühne mit Stolz. Nun verbleibt nur noch eine Herausforderung. Geht und bezwingt den Troll-Champion. Hierhin müsst ihr gehen. Troll-Champion. Ihr wollt mich verarschen, oder? Troll-Fucking-Champion. Ah, und ich weiß sogar, wo er ist. Oh, nee, echt jetzt. Ich habe so alles erwartet. Alles. Drache, Spider-End. Wie komme ich jetzt auf Spider-End? Spiel zu viel Scheiß. Frostbissspinne und so weiter und so fort. Aber Troll-Champion. Ohne Scheiß, Troll-Champion ist hart. Das könnte richtig böse werden. Weil vor allen Dingen, die regenerieren sich ja auch selber. Die können sich ja so nett regenerieren und das ist richtig, richtig Pain in the Ass. Aber auf jeden Fall in der Höhle, wieso ich diese Höhle kenne, weil ich schon x-mal da drin war. Und weil da Frokis Bogen drin ist. Jop, Frokis Bogen ist da drin. Ich hätte mir Hilfe holen können, theoretisch. Aber ja, was soll's, ne? Machen wir halt. Was soll das jetzt? Ich habe keine Zeit für euch. Ohne Scheiß. Besseres zu tun, als hier ein paar Banditen zu erledigen. Das war? Oh, come on. Echt jetzt? Du lebst noch?
Aber runter mit dir. Oh. Erhöht Gesundheit um 20 Punkte. Sehr schön. Nimm mich doch. Jetzt habe ich gerade gedacht, die Fellrüstung schützt uns besser als die Vampirrüstung. Wäre auch ein Witz gewesen, oder? Okay, zurück zum Gesprächsthema Skyrim Online. Ich nenne es immer Skyrim Online, natürlich meine ich Elder Scrolls Online. Ich habe die Beta angespielt mit Mauri, mit Migräne Mike. Hat eigentlich relativ Spaß gemacht, aber ich musste irgendwie auch wirklich feststellen, dass MMORPGs, whatever, nicht wirklich was für mich sind. Irgendwie, auch das Look and Feeling ist halt nicht genau wie Skyrim. Das ist halb so schlimm, also, das ist halb so schlimm, aber es ist so mühsam, finde ich. Ich finde es recht mühsam zum Spielen, weil du einfach, wirklich, es ist eine Grinding-Mission, habe ich das Gefühl, nach der anderen. Die Missionen sind so, ja, mach das mal. Und dann ist, okay, du hast es gemacht, na toll, jetzt geh weiter. Irgendwie sind alle Missionen so und gut, hier hat es auch viele solche, aber irgendwie, ich habe keine Mission gesehen, wo ich jetzt irgendwie den Sinn dahinter sah. Ich überlabere jetzt ausnahmsweise den Ladebildschirm, sonst finde ich nie ein Ende. Und deshalb, eben, es macht so keinen Unterschied, was man macht. Ich habe mir jetzt zwar auch es online geholt, ich habe es noch nicht eingelöst, ich habe noch nicht jetzt die Vollversion gespielt. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie so keinen Bock darauf im Moment. Mehr so, ach, vor allen Dingen, es sind mehrere Trolle. Oh Mann, ey, es sind mehrere Trolle. Willst du mich verarschen? Hör auf, mich zu schubsen, Barbers. Es sind mehrere Trolle. Du willst mich verarschen, oder? Barbers ist der Dogmeat des Skyrims. Ich find's schön. Barbas ist wirklich... Oh, fuck off. Oh, shit. Drag. So, wir leveln uns mal schnell hier auf. Können wir hier noch irgendwas skillen, was uns vielleicht in diesem Kampf ein wenig weiterhilft? Oh, ich könnte Kopfabhacken machen. Mächtiger Angriff aus dem Stand verursachen 25 Punkte zusätzlichen Schaden und können den Gegnern enthaupten. Finde ich gut. Mache ich sowieso meistens im Stehen. Oh nein! Ich bin fast tot. Beinahe gestorben. War nur beinahe zum Glück. Wegen der. Ja, Gesundheit. Och, wir werden so abartig krepieren. Ich will hier hoch, bitte. Okay, nur einen. Och. Ey, come on, es darf doch nicht wahr sein. Uff, was soll ich denn hier machen? Was soll ich machen? Des Ritters, schwere Rüstung, ne? Das hilft mir nicht. Waffenschmied, Gift, schwaches Gift. Versuchen wir es mal mit einem schwachen Gift. Ja, freu dich nur. Au! Au, ho, ho. Ich habe, glaube ich, jetzt keine Dings mehr. Sehe ich das richtig? Nein, ich habe keine Wiederherstellungstränke mehr. Yay! Was können wir noch machen? Nochmal ein schwaches Gift ausrüsten. Ah, was sollte das jetzt? Wieso rennt der weg? Ich finde es super, was Barbas macht. Ich versuche mich... Warte mal. Ich habe eine Idee. Warte mal, wir haben hier doch unsere tolle Kraft. Wieso setzen wir die nicht ein? Adrenalin! Hup! Ich sehe den nicht. Ja! Jo! Adrenalinschub for the win. Ohne Scheiß. Und Barbas ist mein Held. Barbas ist der Shit. Auch wenn ich jetzt sterbe, Barbas ist mein Held. Ohne Scheiß. Barbas ist der Dog, der Dogmeat, das Dogmeat. Dogmeat des Skyrims. Es ist so geil. Ho, ho, ho. Oh, und zum Glück bin ich da drauf. Diese Fähigkeit ist echt gut. Ich hab das Gefühl, es heilt sich nicht nur die Ausdauer mega schnell, auch das Leben, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Trollfeld. Und hier sollte doch Fokis Bogen liegen, nicht? Hier sind irgendwie tote, nee. Die Wolfskönigin Buch 6 nehmen wir mit. Zaubertrank der kleinen Heilung brauchen wir unbedingt. Kupferdiadem brauchen wir auch. Nehmen wir mit, beziehungsweise Babas. Wuff. What are you doing there? Das sieht nicht richtig aus. Oh, Babas, jetzt hör mal auf, ey. Und hier. Fokis Bogen. Und noch ein Buch. Das haben wir, glaube ich, schon mal gelesen. Wieso lagen die Stallpfeile da so lustig? Anyhow, wir können die Mission abgeben. Ich bin mal gespannt, was unsere Belohnung ist. Geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Ja, ja, Babas. So, wir reisen natürlich sofort. Froki, Froki. Hallo? Frokis Hütte. Ja, Schnellreise. So, da wären wir. Und ich bin echt gespannt. Ich habe die Mission noch nie gemacht. Eine der wenigen. Froki, sag's mir, was... Ich habe diesen Bogen gefunden, gehört er euch. Ich fasse es nicht. Diesen Bogen habe ich selbst gefertigt. Wir beide haben zusammen einiges durchgemacht, das kann ich euch sagen. Wisst ihr was? Ich möchte, dass ihr ihn behaltet. Meine großen Jagden liegen schon lange hinter mir. Doch ihr habt eure noch vor euch. Okay, danke. Jagden. Ich habe den Wächtertroll bezwungen. Dann werdet ihr endlich erfahren, was es heißt, ein echter Jäger zu sein. Nach Nordsitte. Dafür habt ihr euch den Segen von Kühne verdient und dürft mich zu euren Freunden zählen. Cool. Bis zum nächsten Mal. Kühnes Symbol hinzugefügt. Aktive Effekte. Was ist dein kühnes Symbol? The fuck? Was ist kühnes Symbol? SK. Kühnes Symbol. Und jetzt? Ihr seid gar nicht so dumm wie ihr aus. Ihr braucht etwas. Beeilt euch. Ist das eine Kraft? Ist das ein Schrei? Was ist kühnes Symbol? War das jetzt alles für nichts? War das wirklich alles für nichts? Willst du mich verarschen? Kühnes Symbol. Der durch Tiere erlittene Schaden sinkt um 10%. Bögen bewirken 5% höheren Schaden. Naja. Ich hätte mich gefreut. Irgendwas Großartiges. Babas, geh mir aus dem Weg. Irgendwas Großartiges kommt jetzt. Schade. Kühnes Symbol. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, muss ich euch sagen. Ich hätte jetzt schon was Größeres, was Tolleres erwartet für meine außergewöhnlichen Leistungen. Bleib stehen, jetzt muss ich dich töten. Kräfte können nur einmal pro Tag verwendet werden. Na, no kidding. So, bleib stehen. Ja, erwischt. Bleib stehen, habe ich gesagt. Und flieg, Roh, flieg, flieg, flieg. Hör mal auf. Flieg. Oh shit, jetzt fliege ich fast noch selbst runter. Oh, jetzt... Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Menschen oder Tiere oder was auch immer vom Berg runter schreien. Das ist immer lustig. Oder,
Lebt er noch? Das ist so ein anderer. Oder wurden es gerade zwei draus? Huh? Hat er sich auf dem Weg runter zwei geteilt? Ah nee, da liegt er ja. Flieg, flieg. Was machen wir denn jetzt? Ich hätte gesagt, dass wir den Weg der Stimme hinterherlaufen oder nachgehen oder was auch immer. Dass wir mal zu den Graubärten uns begeben und ja. Hallo? Was war das denn? Ah, nö. Ein Feuer-Entrudge. Was ist der denn hier? Ah, das ist ein Teil, der wurde mal von einem... Ich will nicht daneben stehen, wenn sie explodiert. Danke. Der war mal, der hat sein Herrchen verloren. Eine Hexe. Schwarze Magierrobe können wir mitnehmen. So, hier waren wir ja auch schon bei diesem lustigen Ding, wo wir nichts machen können. Ich will hier unbedingt mal was machen. Ruinen von Batav. Aktivieren. Nichts von Besitztümern passt in den Mechanismus. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich finde das sehr interessant. So Sachen finde ich interessant, wenn ich sie noch nicht erlebt habe. Das wäre so cool. So cool ist das. So cool. Wollen wir noch ein bisschen uns über Dings unterhalten? Skyrim Online? Nein, natürlich. Elder Scrolls Online, während ich hier weiter laufe. Ja, ich weiß gar nicht, ob es noch viel zu dem Thema zu sagen gibt, von meiner Seite aus. Ich glaube, das Hauptding ist einfach wirklich, ich bin nicht... Come at me, Bro! Come at me, Bro! Nein, ein Bär! Meh, 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 meh. Geblockt. Hör mal auf mit dem Schiss. No, geblockt. Haha. Haha, 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 haha. Kann man da rein eigentlich? Sieht. Honigstrandhöhle, ich will da nicht rein. Das macht mich gerade nicht so an. Aber ich könnte natürlich hier den ganzen Honig klauen, die Bienchen klauen. Die Bienchen, die Bienchen. Die Bienen sind mir erst super spät aufgefallen im Skyrim, diese Bienenstöcke. Die sind mir echt super spät aufgefallen. Wie das hängende Moos, das übersieht man auch so einfach. Anyhow, zurück zu Skyrim Online. Eben, ich bin, glaube ich, einfach nicht der MMORPG-Typ. Aber ich glaube, es ist kein schlechtes MMORPG. Ich habe noch nie eins gespielt, aber ich glaube, alle sind, also es wird ja viel gesagt, dass alle relativ gleich aufgebaut sind. Du hast irgendein Crafting-System, du hast halt 1000 Menschen, die der gleichen Mission nachgehen. Das stört mich eben auch. Eben, du, wenn du eine Mission machst, dann zur gleichen Zeit machen sie 3000 andere. Das ist so, ach. Vor allen Dingen auf der Anfangsinsel. Vielleicht legt sich das dann auch später, aber eben, ich bin mir nicht so vorgekommen, schön, dass die Leute erst jetzt aufgetaucht sind. So, ich muss schnell mit dem reden. Welche Lieferung bringt ihr nach Hochrotgar? Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch, also Sachen, die lange haltbar sind. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Und als Gegenleistung? Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern. Das könnte ich für euch erledigen. Das wäre nett von euch. Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Das war es schon.
Aye, aye, Captain. Und als Abschlusswort noch für zur Skyrim Online-Diskussion, es ist und bleibt Skyrim Online für mich. Vielleicht werde ich es noch zocken. Wir wollten eigentlich anfangs mal, haben wir uns überlegt, ein Let's Play zu machen, aber das haben wir relativ schnell wieder verworfen. Es ist dann schlussendlich doch irgendwie ein bisschen zu kompliziert. Und vielleicht werde ich es mal wieder anstellen, mal für einen Monat. Also ich finde halt auch dieses monatliche Zahlen kotzt mich irgendwie ein bisschen an. Und dann noch DLCs draufzahlen und so weiter und so fort. Lange Geschichte. Es ist immer das Gleiche, glaube ich, wenn man darüber redet. Aber ja, das Gespräch können wir ja ein anderes Mal weiterführen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit mir heute und ich wünsche euch ein schöne Ostern, glaube ich, sind ja. Ja, schöne Ostern, das kommt hin. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.